Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Remote Work and Life in der Türkei. In diesem Video geht es um die Marktkultur hier in der Türkei, dass ihr mal so ein bisschen Einblick bekommt, was hier alles verkauft wird, wenn ihr nicht direkt von den Supermärkten kaufen möchtet. Bleibt dran und seid gespannt. So Leute, ich will euch heute mitnehmen mal auf den Markt. Und zwar bin ich heute Huckepack mit meiner Tochter. Und da möchte ich euch ein paar Informationen geben, was die hier alles verkaufen in Aydın auf dem Markt, welche verschiedenen Gemüsesorten es gibt, die es vielleicht in Deutschland so gar nicht gibt, und werde einige Informationen geben zu den Preisen. Wir haben gerade einen aktuellen Eurokurs von ca. 15, 16 Lira auf den Euro. Die Gesellschaft hier ist ebenfalls, leidet unter der Inflation und unter den Preiserhöhungen. Da müssen wir quasi gucken, wie viel das Kilo Gemüse oder Obst dann macht, wenn wir es tatsächlich umrechnen. Aber macht euch am besten selber einen Eindruck davon. Vielleicht noch einige Informationen zu den Wochenmärkten. Hier in der Region findet einmal die Woche oder ein- bis zweimal die Woche, je nachdem wo man wohnt, ein Wochenmarkt statt. Und jeder Wochentag findet dieser Wochenmarkt in einem anderen Stadtteil von Aydın statt. Auch wenn ihr quasi, heute ist beispielsweise Freitag, deswegen findet der Markt hier bei uns in der Region statt. Wenn ihr den verpasst und ihr trotzdem irgendwie zum Markt wollt, dann könnt ihr am anderen Tag in einen anderen Stadtteil quasi fahren und dort dann eure Einkäufe tätigen. So, da sind wir auch. Es ist eigentlich ähnlich wie auf einem Flohmarkt, nur dass es hier sehr viele neue Sachen gibt. Wie ihr seht, von verschiedenen Schüsseln, über Alltagswaren, Plastikwaren, alles, was man quasi für den Alltag benötigt. Aber auch Textilien, wie ihr hier seht. Das sind jetzt verschiedene Bettlaken, Bezüge etc. Auch Tiere seht ihr hier. Hier gibt es zum Beispiel verschiedene Küken, Hähne. Und wie ihr sehen könnt, ja, Motorradfahrer quer durch die Straße, wo die Menschen auch einfach quasi rumgehen. Hier sind sehr viele Leute aus den Dörfern, die bringen quasi ihre eigenen Erzeugnisse mit, Milchwaren, Eier, Fleisch, oder aber auch, ja, Käse. Und hier gehen wir quasi in den überdachten Bereich, wo ihr sehr viele frische Sachen sehen könnt. So voll ist das hier, damit ihr so einen Überblick bekommt. Das ist quasi nur der Bereich, wo man Obst und Gemüse kaufen kann. Ich hoffe, dass man meine Stimme auch hören kann. Und jetzt schauen wir uns mal gemeinsam an, was sie so alles verkaufen. Nehmen wir zum Beispiel Auberginen, Tomaten. Es gibt keine Preisschilder wie früher, weil sich die Preise extrem schnell ändern aufgrund der Inflation. Nur manchmal findet ihr hier solche Preise. Hier steht zum Beispiel 8 Lira. Das Kilo natürlich, das ist gerade mal unter einem Euro. Frische Gurken kostet ungefähr 4. Das bedeutet ein paar Cent. Hier haben wir Erbsen, auch unter einem Euro. Wir haben hier frischen Knoblauch. Ein Kilo oder ein Bund unter 5. Wir haben hier Honigmelonen. Hier steht beispielsweise, dass sie sehr, sehr lecker sind. Ähnlich wie Honig. Hier haben wir Gurken, das Kilo 5 Lira. Kartoffeln 8 Lira das Kilo. Das sind quasi 50 Cent das Kilo. Ja? Wir haben hier verschiedene Zwiebelsorten. Man kann die Produkte auch selber auswählen oder den Service genießen, dass die Verkäufer auswählen. Aber dabei muss man achten. Sie diskutiert jetzt gerade mit meiner Frau, dass sie nur 2 Kilo, also ab 2 Kilo verkauft und nicht ab einem Kilo.
Manchmal kann man auch verhandeln, wenn man mehr nehmen möchte, als da steht. Das ist quasi euch selber überlassen. Hier, ich weiß nicht, ob ihr in Deutschland solche Erbsen sehen könnt. Die sind alle sehr, sehr frisch. Hier haben wir 15 Eier für 18 Lira, also unter einem Euro. Wenn ihr Sucuk liebt, Leute, hier gibt es wirklich frischen Sucuk. Komplett von den Bauern selbst gemacht. Und das, was ihr hier außen seht, das sind quasi echte Gedärme. Dementsprechend bleiben die auch lange frisch. Und hier rechts habt ihr sehr, sehr viele Käsehersteller. Die zeigen quasi ihre Waren. Da habt ihr quasi Butter, verschiedene Käsesorten. Das Kilo ist natürlich hier ein bisschen teurer. Wir haben hier zum Beispiel einen Käse mit 40 Lira das Kilo, also ungefähr 3 bis 4 Euro. Aber dann habt ihr quasi ein ganzes Kilo. Hier haben wir frische rote Beete, Petersilien. Also alles, was das Herz begehrt quasi. Aydın ist dafür berühmt für ihre Oliven. Und hier könnt ihr sehen, wie frisch die Oliven sind. Verschiedene Sorten. 32 Lira, 35 Lira. Die sind natürlich ein bisschen herber, die grünen. Das sind die normalen in Öl. Hier habt ihr auch verschiedene eingelegte Oliven mit Paprika drin. Also es ist wirklich sehr, sehr lecker. So, schaut mal, was hier alles gemacht wird. Hier werden auch frische Sachen gebacken. Wenn ihr quasi Hunger habt, dann könnt ihr entweder die mit nach Hause nehmen oder quasi direkt hier essen. Wir haben hier verschiedene Börek-Sorten beispielsweise. Das ist mit Käse, das ist mit Spinat. Hier haben wir auch so eine Spezialität, was man nur hier kennt. Das nennt man hier Ayran, das wird mit Maismehl gebacken. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Noch eine Sache, was ihr in Deutschland so nicht kennt. Das hier, liebe Leute, das sind frische Mandeln. Die werden gegessen, als sie noch grün und frisch sind. Das ist dann leicht säuerlich. Hier könnt ihr ja sehen, das ist so ein bisschen pelzig, aber schmeckt wunderbar. Das kannst du dann quasi in Salz tunken und entsprechend dann essen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal einen Einblick zu bekommen in die Marktkultur der Türkei. Das ist natürlich von Stadt zu Stadt immer unterschiedlich, aber ich denke, ihr könnt einen guten Eindruck gewinnen, was hier zumindest in der Westregion alles verkauft wird. Seid gespannt auf die nächsten Folgen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, auf Gefällt mir zu klicken und den Kanal natürlich auch weiter zu empfehlen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.